Auch Probleme der vorliegenden Art treten in der technischen Mechanik immer wieder auf. Wir haben es hier mit einem Problem zu tun, welches schon ein wenig in Richtung Auslegung geht. Es ist nämlich im Punkt A bekannt, welche maximale Kraft Fmax wirken darf, um nicht zum Versagen des Systems zu führen. Unsere Aufgabe soll es nun sein, die Kraft P, welche hier außen angreift, derart zu bestimmen, dass dieses bekannte Fmax im Punkt A nicht erreicht oder gerade erreicht wird, sodass wir einen Grenzfall festlegen können, den P gerade noch erreichen darf. Ja, im Prinzip muss man halt klug freischneiden. Mehr ist es eigentlich nicht. Klug meint so, dass man möglichst wenig rechnen muss. Und das würde in dem Fall bedeuten, natürlich, dass wir da das Lager rausschneiden. Das ist eh klar, das muss man sowieso machen. Und ich würde das Seil da heroben durchschneiden. So, dass man da oben horizontal eine Kraft kriegt, die sowohl das Moment einleitet im Abstand h mal r, h plus r zu dem horizontalen Teil des Trägers, als auch halt als y-Komponente der Kraft wirkt. Sie können genauso gut hier durchschneiden, dann müssen Sie aber da oben die Rolle noch extra frei machen, damit man auf diesem Teil da auch die Kräfte kriegt, die das Moment einleiten. Das ist halt ein bisschen mehr Arbeit. Aber führt natürlich zum gleichen Ergebnis. So, wieder Koordinatensystem. X, Y, Z. So. Und dann ein Freikörperbild. Und das Freikörperbild sieht dann folgendermaßen aus. Machen wir es gleich hier drunter. A ist wieder ein Gelenklager. Hat also die Komponenten AX und AY positiv angenommen. P ist die Zugkraft da vorne am Träger. Und wenn man sich das Seil da wegdenkt, dann ist das, was überbleibt, statisch, da eine Seilkraft horizontal, die in der Höhe h plus Radius dieser Rolle wirkt. Damit haben wir wieder alles beieinander und können um A, da fällt relativ viel weg, nämlich die beiden Lagerreaktionen. Das Moment angeschrieben ist dann positiv drehend Fs mal dieser Höhe h plus r minus P mal 2 mal L, weil hier ist beide Male L. Das ist 0 und die erste Gleichung. Wieder Summe der Kräfte. X-Richtung liefert AX minus Seilkraft da oben. Fs ist gleich 0. Gleichung 2. Und Y-Richtung liefert AY minus P ist gleich 0. 3. So, drei Unbekannte, AX, AY, FS, drei Gleichungen, passt. Da kann man aus der Gleichung 2 sofort einen Zusammenhang für AX und FS finden. Das nenne ich dann zwei Stern. Aus der Gleichung 1 das FS ausrechnen, was man natürlich auch vorher machen hätte können. P mal 2L durch H plus R. Das liefert sofort die Seilkraft FS. Nämlich P mal 2,5, weil ja die Frage war, welche Last darf eigentlich aufgebracht werden? Wir kennen ja das B nicht, sondern wir sollen ja die maximale Möglichkeit für P ausrechnen, sodass eine gegebene resultierende im Lager entsteht. Ja? Also ist die Seilkraft noch eine Funktion dieser maximal möglichen Last P. Dann ist natürlich mit dem 2 Stern da AX genauso 2,5 mal P und aus der Gleichung 3 kriegen wir, dass AY P ist. Und jetzt muss man, wenn das der Betrag der Kraft im Lager ist, muss man natürlich wieder den Betrag berechnen, den vektoriellen Betrag, mit dem Satz von Pythagoras.
Also der Betrag des A-Vektors ist die Wurzel aus ax² plus ay², die p's einsetzen und dann kriegt man mit einem f-max für den Betrag von a ein b, das man halt aufbringen darf. Der Betrag von a ist ax² plus ay² Wurzel draus. Das sind also in unserem Fall die 2,5 mal p zum Quadrat plus p zum Quadrat. Das muss im Grenzfall dem gegebenen f-max entsprechen. Das heißt, wenn man das p aus der Wurzel rausnimmt und die Quadrate bildet, hat man Wurzel 7,25 und p als p Quadrat kann man ja rausheben und umformen. Also ist p f max durch Wurzel 7,25 und das liefert ein p von, wenn f max in Kilonewton ist, schreiben wir es heute halt einmal in Kilonewton her, 0,743 Kilonewton, beziehungsweise gefragt, was glaube ich in Newton, 743 Newton. Also man sieht, man kann sich das Leben leicht machen, indem man es möglichst klug freischneidet, das System. Natürlich hindert sie niemand daran, die Rolle extra anzuschauen und auf der Rolle die Seilkräfte einzuzeichnen und dann die Kräfte, die über die Befestigung da aufgebracht werden. Dann stellt man aber rein fest, dass die Seilkräfte da und da natürlich den Kräften im Lager der Rolle entsprechen. Das heißt, besonders viel hat man dann nicht gewonnen. Und was man im Endeffekt kriegt, ist, man kriegt den einen Teil mit dem Abstand, also Fs mehr oder weniger kriegt man, mit dem Abstand h, das zu einem Moment führt. Und zusätzlich kriegt man Fs in vertikale Richtung mit dem Abstand r da, in dem das Seil befestigt ist. Also insgesamt wieder das, was wir gehabt haben, Fs mal h plus r.